Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zum Review von diesem riesen 3D-Drucker. Und zwar ist das der von freundlicherweise zur Verfügung gestellt von 3D Jake, aber hier trotz Dauerwerbesendung etc. pp. Ihr wisst Bescheid, ihr kriegt hier meine freie Meinung unverfälscht, ohne irgendwelche anderen Geschichten drumherum. Ich habe hier kein Skript, ich habe nichts, was ich sagen muss, sondern ihr kriegt einfach frei meine Meinung zu diesem Teil hier. Ich habe hier mir das Datenblatt mal aufgerufen, also wie gesagt, 3D Jake vertreibt das Ganze auch hier in Deutschland. Die Marke dieses 3D-Druckers ist ein Quidi. Quidi Tech ist quasi die Marke und das Modell ist der X Plus. Aufmerksam geworden auf dieses Modell bin ich durch einen von euch. Denn ich habe ja hier mein Video auch genau hier in dem gleichen Setup gemacht zum Sindo 3D Vox 1X, der ja so um die 2400 Euro kostet. Und da gab es den ein oder anderen Zuschauer, der mir dort in die Kommentare geschrieben hat, guck dir mal das Maschinchen an. Da sind wir preistechnisch immer noch recht teuer. Das ist hier mit 876,99 Euro. Jetzt zur Zeit, zu dieser Zeit, wo ich das Video aufnehme. Und ich meine 876 Euro, also sagen wir knapp 880 Euro, ist immer noch eine Hausnummer, aber natürlich ganz weit entfernt von diesen 2400 Euro, was eben Sindo hier für das andere vorgestellte Modell verlangt. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen die technischen Details. Ich gehe jetzt hier das Datenblatt einmal durch. Danach machen wir das Unboxing und danach drucken wir was. Und danach kommen wir zum Fazit, dass wir so einen ungefähren Fahrplan haben. Solltet euch die technischen Details nicht interessieren, blende ich euch jetzt hier irgendwo ein, wo es dann zum Unboxing weitergeht. Ne? Genau, dann würde ich sagen, scrollen wir einfach mal hier so durch und ich lese euch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen vor. Unterstütze Betriebssysteme Windows 7 und Plus, also Windows 7 und darüber. Dann Mac OS X 10.7 und darüber. Wir haben ein Touch-Display mit dabei, die Drucktechnologie, die hier verwendet wird, ist FFF, FDM und LDP. LPD. Ja, dann haben wir Touch-Display mit dabei, habe ich schon gesagt, Extruder Single, also wir haben einen Extruder hier mit dabei, Schnittstellen, USB-Anschluss, Wi-Fi haben wir mit am Start und einen LAN-Anschluss haben wir mit am Start. Unterstützte Formate, STL und OBJ, wahrscheinlich für den Slicer, wahrscheinlich gibt es hier eine eigene Slicer-Software noch mit dabei. Und dann hier beheizte Bauplatte, ja, also das Druckbett ist hier beheizt, Druckgeschwindigkeit 100 mm pro Sekunde. Ja, größer, kleiner, das kann man wahrscheinlich alles einstellen. Dann hier das Filamentdurchmesser 1,75, standardmäßig Düsendurchmesser 0,4 mm. Bauraum ist hier 270 x 200 x 200 mm. Also 27 x 20 x 20 cm. Das ist schon ein guter Bauraum. Und da kriegst du auch anständig Sachen mit rausgedruckt. Dann hier die Besonderheiten. Quitech X Plus ist ein großer Premium-Drucker mit geschlossenem Bauraum für industrielle Anwender oder Hobbybastler mit höchsten Ansprüchen. So, dann hier großer geschlossener Bauraum ist ein, also hier die Special Features, ich lese es einfach kurz vor. Großer geschlossener Bauraum, dann zwei Sets von Direct Drive Extrudern für verschiedene Anwendungen, interner und externer Filamenthalter, lol, okay, cool. Geräuscharmes Drucken, 40 Dezibel, ich habe kein Dezibelmessgerät hier, aber wir werden feststellen, ob es jetzt laut oder leise ist. Luftfilterung. Wi-Fi-Verbindung und Computer-Monitoring-Interface. Das klingt sehr, sehr, sehr interessant. Bin gespannt, ob hier auch eine Kamera mit dabei ist. Quidi-Tech-Bauplatte. Ja, da hat ja jeder so sein eigenes Süppchen. 5 Zoll farbiger Touchscreen, automatische Nivellierung, automatische Abschaltung nach dem Druck, Breakpoint-Printing, Fortsetzung des 3D-Drucks nach Stromausfall. Großer geschlossener Bauraum, ja, hier haben wir also mal Dings, genau. Zwei Sets von High Temperature, PLA-App, ABS und TPU.
Für spezielle Materialien wie Nylon, also Set 2, es gibt quasi ja zwei Sets dabei. Das erste Set ist für PLA, ABS und TPU und das zweite Set ist für spezielle Materialien wie Nylon, Kohlefaser oder PC. Was auch immer PC, da habe ich noch nie was von gehört. Alles gut. Ich bin eher so der PLA. Ich habe auch schon mal mit PETG gedruckt und ABS tatsächlich ein einziges Mal. hauptsächlich PLA. Ich bin da so ein ganz einfacher Dude. Genau, so viel. Oh, hier unten sind auch riesig viele Videos auch nochmal mit dabei. Also, das hat 3D-Jake, das muss man hier auf jeden Fall zugutehalten, haben die hier sehr, sehr, sehr schön aufgebaut, die Webseite hier mit den Infos etc. pp. Und jetzt gibt es halt heute hier noch ein weiteres Video dazu. Ich mache das Ganze hier mal auf. Ja, fahren wir den Tisch mal ein bisschen runter, dass ich hier ein bisschen besser drankomme. Dann machen wir einmal hier. So, die Dinger hier erstmal ab. Zack. Ich versuche euch mal so ein bisschen so schief in die Kamera reinzuhalten, dass ihr seht, es ist halt sehr, sehr, sehr schön aufgeräumt hier. Rotes Filament, ein EU-Netzteil ganz normal mit dabei, ein Netzkabel mit dabei. Wir haben, was auch immer das für eine riesenkleine Minispachtel ist, einen kleinen Schraubenzieher mit dabei, kleinen Teilebox mit Schraubenzieher, Klemmen und noch anderem Werkzeug nochmal so mit drin. Hier so eine Aluminiumspule. Rapsala. Raps. Ah, da ist das gute Stück. Ich packe das jetzt noch weiter aus hier. Ja, ich würde sagen, das Ding sieht auf jeden Fall schon mal mega interessant aus. Ich fahre das jetzt mal so ein bisschen hoch, so dass wir aber hier noch alles im Blick haben. Also, er ist ja schon eine Augenweide. Das muss man ja, warte mal, nicht, dass wir jetzt hier so zu. Ich glaube, so solltet ihr auf jeden Fall alles sehen. Und Entschuldigung, mir ist aufgefallen, dass ich die ganze Zeit das Licht oben nicht anhatte. Deswegen sah das vielleicht ein bisschen komisch aus eben in der Kamera. Ab jetzt sollte es etwas besser aussehen. Entschuldigung. Tatsächlich. Also das mit dem Filament finde ich mega geil. Muss ich schon mal direkt sagen, das mit dem Filament finde ich schon mal mega geil. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Hier haben wir noch. Ach so, ah, das sind die Seitenteile, sind das hier. Okay. Ich dachte, das wären irgendwie dass das Druckbett wäre oder so. Nee, das sind hier die Seitenteile, links und rechts. Haben wir einmal hier auf der Seite so ein Teil. Machen wir einfach mal an das Ding. Oh, geil! Da geht mir doch direkt das. Boah, ist das laut. Tools und dann Click Manual Icon. Manual. Wahrscheinlich jetzt nach oben, ne? Ja. Ach. Nee. Ist da ein Klebestift dabei? Aber auf jeden Fall ist da der USB-Stick. Wir haben den USB-Stick gefunden. Boah, ist das leise. Sehr angenehm. Sehr, sehr, sehr angenehm. So, und dann können wir das Ding hier rausnehmen und siehe da. Hier haben wir noch einen Klebestift, so einen Prittstift oder was ist das? Und tada, der USB-Stick. Aber tatsächlich nicht weiß, sondern er ist blau. Aber 16 GB. Okay, gut, aber wenigstens haben wir alles dabei. Ich dachte jetzt schon erst, der Dings wäre nicht mit dabei gewesen. Nee, gut. Hier innen drin, aber hier Schleppkette an der Seite, hier Flachbandkabel. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön aufgeräumt. Hier auch hinten die ganzen Kabel. Das ist alles, gefällt mir. Sehr, sehr, sehr gut. Wirklich, ist sehr gut gemacht hier. Auf Wi-Fi umgestellt. Bei Bootvorgang können wir quasi entweder den Häkchen rausmachen oder rein. Also wir lassen den Häkchen drin. Das bedeutet quasi immer, wenn der Drucker hochfährt, wählt er sich automatisch ins Wi-Fi ein. Haben jetzt eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Genau, dann können wir jetzt hier raus. Also das Ding ist jetzt auf jeden Fall schon mal im Netzwerk drin. Das haben wir schon mal. So, dann können wir hier auf
Manual klicken, gehen wir hier mal auf Home. Dann wird jetzt alles einmal gehomed. Aber das sieht so schön aus, wie der hier hin und her fährt. Sag ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Das ist wirklich sehr schön leise. Ich meine, ihr hört das ja jetzt hier, ne? Oder halt auch nicht. Ist wirklich sehr angenehm. Leveln, hier heißt das Nivellierung. Es gibt einmal schnelles Leveln, das ist empfohlen, und normales Leveln. Machen wir das schnelle Leveln einfach jetzt mal. Bitte warten Sie auf die Position. So, das, man hat jetzt so ein leichtes Kratzen dann dazwischen gespürt. Und dann müssen wir einfach nur auf Confirm klicken. So, heizen wir das Ganze hier mal vor. Das haben die hier in der Beschreibung tatsächlich ein bisschen blöd gemacht, weil hier steht einfach nur, man soll auf Filament klicken und dann sozusagen das Filament einführen. Es funktioniert aber logischerweise nicht, weil wir das ja noch nicht vorgeheizt haben. Jetzt heize ich jetzt hier einfach mal auf 220 Grad hoch. So. Und wenn wir jetzt 220 Grad erreicht haben, dann gehe ich nochmal zurück und erst dann kann ich hier das Filament tatsächlich auch ein... Also das ist ein kleiner Fehler jetzt hier beim Loading-Filament. Das ist aber, deswegen sage ich es euch ja, das ist aber meckern auf hohem Niveau, würde ich behaupten. Ich finde auch das rote Filament, das sieht eigentlich ganz schön aus. Und vor allem, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, dadurch, dass der Filamenthalter da hinten so breit ist, hat man hier absolut null Problemo mit dem Redline-Filament. Und das möchte ich, wie gesagt, hier immer, das mache ich in jedem Video, nicht weil ich es muss oder irgendwie einen Vertrag oder irgendwas mit denen habe, habe ich nämlich nicht, aber das ist mein Lieblingsfilament, Redline-Filament, und die haben jetzt, das ist eine schmale Spule, das ist so eine kleine Spule, aber hier diese Standardspulen von denen, ja, die sind etwas breiter als die Standardspulen von anderen Herstellern, und deswegen hat man mit vielen Filamenthaltern einfach Probleme. Mit dem da gar kein Problem. Werdet ihr gar kein Problem haben. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut. So, dann haben wir hier, when user is exchanging the filament, also gut, wenn man es dann quasi wieder wechselt, muss man auch wieder vorheizen und dann halt einfach nur das Filament dann raus in die andere Richtung. Also die Pfeile, das versteht man doch eigentlich relativ, das ist relativ selbsterklärend. Dann hat man hier unter Print, friendly reminder, when printing the large size model, the thermal shrink of the model may cause the build plate to rob. Okay. Ah, okay, dafür sind, okay, also wenn man irgendwie größere Modelle macht, sollte man hier diese Klemmen wohl dran machen, weil ansonsten könnte es sein, dass das sich hoch warpt irgendwie. Das haben sie hier nochmal einfach mit dabei geschrieben. Dafür sind die Klemmen mit dabei. Die braucht man aber wohl nicht immer. Ah, das scheint hier auch wieder so ein... Ah, geil, das ist hier wieder so ein magnetisches Hot Heizbett. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. So, und dann hier for Windows Users. Okay, ist hier nochmal alles erklärt. QWERTY Setup. Hier hat man quasi eine Software noch mit dabei. Aha. Die installieren wir gleich drüben mal. First Print. Oh, hier so ein Groot. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gedruckt. Aber in Rot so ein Groot? Ich weiß ja nicht. Kann man noch Supportmaterial hinzufügen, wenn man möchte. Sieht eigentlich alles hier sehr, sehr, sehr gut aus. So. Oder hier so ein Ding kann man hier auch noch drucken. Okay. Hier ist die Software halt noch einfach nochmal so ein bisschen erklärt. Gut, jetzt haben wir das Ding hier auf jeden Fall warm. Gehen wir mal hier zurück. Filament und Rin in der Olga. Wird auf jeden Fall vorgezogen. Ich spüre das hier schon. Und ich glaube, da vorne kommt jetzt auch gerade schon ein bisschen was Rotes. Ja? Seht ihr das? Kommt jetzt so langsam das rote Filament raus. Angenehm. Okay. Hat schon mal super funktioniert. Gehen wir hier mal zurück. Ja. So ein Türmchen haben wir hier gerade schon mal gedruckt sozusagen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mit dem USB-Stick dann jetzt einfach mal rüber
an meinen Rechner und dann installiere ich hier mal ganz kurz die Software und wir starten dann einfach von drüben aus per Wi-Fi, weil das Ding ist ja jetzt mit dem WLAN verbunden, starten wir einfach dann den Druck, falls das so funktioniert. Bis gleich. So, dann wollen wir den USB-Stick hier einfach mal reinstöpseln. So, da haben wir das gute Stück auch schon hier. X Plus, gehen wir mal drauf. QD Slicer Software. So, Deutsch. Weiter annehmen, installieren. Was haben wir hier denn sonst noch? Platte, Leveling. Achso, das sind sogar ganz viele Videos. Okay, das haben wir jetzt alle schon da. Breakpoint Video, X Plus Printer Pro 5, Simplify 3D, Replacing the Temperature. Gucken wir mal, ob wir sozusagen uns schon mit dem 3D-Drucker verbinden können. Mal schauen. Wir haben den X Plus. Nächster. Also der erklärt mir jetzt hier alles nochmal. Okay. Genau, da ist er. Mit der 42 am Ende. Okay. Ich habe es verstanden, wie es jetzt funktioniert. Okay, dann ist es ja prinzipiell eigentlich sehr einfach. Ich habe jetzt hier mal meinen 3D. Der Groot sieht doch hier mal süß aus. Kann man den als eine Datei drucken? Okay. Machen wir es doch einfach mal ganz genau so, wie es jetzt hier so ist. Ne? Wir lassen hier alles beim Standard einfach. Ne? Die ganzen, ich habe hier nur auf 20 Dings. Schichtdicke 0,2 mm habe ich jetzt hier gelassen. Also ich habe nichts verändert, außer hier, dass ich hier auf 20% Infill eingestellt habe. Sonst habe ich nichts verändert. Gehen wir mal auf Vorbereiten. Und dann gehe ich hier einfach auf Wi-Fi senden. Ah, es kann ja gar nicht gehen. Ich muss diesen USB-Stick drüben reinschieben, damit das funktioniert. Ich hab's verstanden. Okay, deswegen funktioniert's jetzt nicht. Ich steck das kurz drüben rein. So, dann machen wir nämlich den USB-Stick hier einfach unten rein. Weil der braucht scheinbar hier einen Speicher vor Ort. Sonst funktioniert das nicht. Und jetzt probieren wir es nochmal von drüben. So. Und jetzt, wo der USB-Stick nämlich drin steckt, jetzt können wir hier wahrscheinlich Wi-Fi senden. Jetzt sollte das funktionieren. Weil der das jetzt über LAN rüberschickt auf den USB-Stick und dann von dem USB-Stick druckt. So verstehe ich das jedenfalls. Jawohl, jetzt lädt das nämlich hier auch hoch. Ihr seht es hier, 5%, 6%, 7, 8, 9, 10. Jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Also ihr müsst den USB-Stick oder zumindest einen USB-Stick da drin stecken haben, damit das so funktioniert. Der Druck wird jetzt 8 Stunden dauern. Das ist eine Weile. Ich denke, ich werde gleich dann einfach eine Zeitrafferkamera euch dann davor hängen, damit ihr gleich einen schönen Zeitraffer sehen könnt. Aber jetzt müsste gleich der Druck auch dann wahrscheinlich direkt starten drüben, schätze ich jetzt einfach mal. Datei senden, okay. Möchten Sie Datei jetzt drucken? Ja, wir wollen die jetzt drucken. Genau, das müsste jetzt drüben wahrscheinlich jetzt starten, schätze ich jetzt einfach mal. Ich will mal hier ganz kurz gucken. Erweiterung, Change QD konfigurieren, Sichtbarkeit Einstellung, First Run Wizard, Extruder Profil. Ich wollte jetzt gucken, ob man hier irgendwo, ob es eine Kameraansicht oder so es gibt, weil ich glaube tatsächlich, die gibt es hier nicht. Wir haben hier keine Kamera jetzt aktuell dabei. Ich gehe jetzt einfach mal rüber und guck mal, wie das jetzt aussieht. Okay, das Heizbett kommt gerade hoch hier. Hier sehen wir auch schon das Bild von Groot. Und hier steht auch schon, dass es etwa 8 Stunden und 8 Minuten dauern wird. Okay. Aber ich sehe tatsächlich hier auch keine Kamera drin verbaut. Leider. Ich gehe nochmal gucken kurz. So, von hier. Nee, da ist leider keine Kamera. Eigentlich sehr schade. Das hätte man hier noch wunderbar mit einbauen können.
Aber da ist nur für das Display alles da, aber leider ist keine Kamera eingebaut. Vielleicht gibt es da ja so eine Art Upgrade irgendwann mal oder so. Ist jetzt auch allerdings nicht unbedingt notwendig. Also es ist jetzt nicht so tragisch, dass das jetzt nicht dabei ist. Wäre halt nur cool gewesen. Ich glaube, ich werde dann gleich hier vorne an den Tisch so eine Kamera dran machen, um euch das Ganze hier im Zeitraffer dann gleich abspielen zu können. Ich will nur ganz kurz gucken und überprüfen, ob wir hier mit dem ersten Layer gut hinkommen. Macht er ja erstmal außen rum. Ich lasse euch daran mal teilhaben. Also hier kann man oben einfach so reingucken. Seht ihr hier der erste Layer, also außen rum, das hat er hier jetzt quasi schon mal gemacht. Und jetzt wird im Grunde genommen hier unten, ja, also hier der erste Fuß und die Hand gedruckt. Sieht man jetzt so nicht, wird man quasi gleich dann erst sehen, wenn der rüber auf die andere Seite geht. Aber ich finde das halt auch generell hier vom Aufbau her sehr cool. Also dass quasi hier hinten das Filament ist, dann halt hat man hier quasi so eine kleine Zugentlastung, geht hier so durch und hier von dem Filament zack direkt hier rein. Und hier hinten hat man quasi dann diesen Luftfilter und so. Ja, hier vorne die Klappe könnte ich jetzt auch noch so zumachen. Ich lasse jetzt aber einfach offen, dann kann ich auch gleich besser filmen, den Zeitraffer. Und ja, hier kann man quasi im Grunde genommen jetzt sehen, wie der Drucker in Action ist. Sollte man jetzt auch von oben sehen. Ah, genau, hier sieht man dann auch schon die Hand. Ja, in 8 Stunden haben wir dann einen kleinen roten Groot. An der Stelle würde ich euch jetzt auch einfach mal in den Zeitraffer entlassen. Ich baue das jetzt hier gleich auf und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Zeitraffer. Ja, nach 8 Stunden ist der Druck dann fertig. Ich hoffe, euch hat die Zeitrafferaufnahme gefallen. Und ich finde das halt nach wie vor geil, wie nice dieser Druckraum hier einfach beleuchtet ist. Ich habe auch auf Instagram zwischendurch ein paar Stories reingemacht. Und ja, ich denke mal, die Stories sind bei euch auf jeden Fall auch gut angekommen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Das Druckbett müsste hier auch magnetisch sein. Jawohl. Man kann das hier einfach rausnehmen und das ist halt eben auch das ist eines der Features, was ich an diesen 3D-Druckern hier auch immer sehr, sehr, sehr schätze. Vor allen Dingen, wir können das jetzt hier rausnehmen. Mal gucken, dass wir das jetzt hier mal fokussiert bekommen. So, ja, und jetzt einfach, ja, so ein bisschen biegen. Das Filament sieht auch echt nice aus. Also die Farbe tatsächlich gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, dann haben wir den Groot hier auf jeden Fall schon mal ab. Ich klicke den erstmal beiseite. Jawohl, wunderbar. So kriegen wir das hier anständig sauber. Und dann können wir das hier auch schon wieder hier reintun. Müsst ihr halt eben nur gucken, dass ihr das hier wieder gerade draufpackt. So und so. Ja, und natürlich, das muss man halt auch dazu sagen, diese coole Zeitrafferaufnahme, die wir jetzt hier machen konnten. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kamera jetzt vom Winkel war, aber das war nur so gut möglich, dadurch, dass unsere Z-Achse hier nur nach oben und unten fährt und nicht wie bei manch anderen 3D-Druckern auch noch vor und zurück, weil dann kriegt man einfach nicht so einen geilen Zeitraffer hin, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Da müsste man dann halt mit irgendwelchen Funktionen arbeiten, dass quasi immer im G-Code immer an gewisse Stellen gefahren wird oder mit irgendwie so einem Button, der dann irgendwie immer die Kamera auslöst und, und. Und ja, wir können jetzt uns das Ganze mal hier ein bisschen näher anschauen. Also ihr seht schon die Farbe von diesem Groot. Das sieht schon geil aus hier mit diesem Rot, ne? Ich finde, das macht schon was her, auf jeden Fall. Und dieser Glanzeffekt, aber auch hier die Details. Also wenn wir jetzt mal wirklich von Namen hier gucken. Der 3D-Drucker macht hier auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Also der Print ist echt wirklich gut geworden. Gefällt mir sehr, sehr, sehr nice. Und unten
Ja, ist jetzt halt ein bisschen ja, weiß, sage ich mal, noch von dem Druckbett. Aber ich meine, das ist ja eh gedacht, dass man es halt so hinstellt. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, ich würde sagen, das stellen wir mal ganz kurz hier wieder da rein. Alles in allem würde ich sagen, kommen wir jetzt dann auf jeden Fall zum Fazit. Der X Plus ist ein 3D-Drucker, all in one. Das Ding kommt, ihr packt das aus, ihr habt eigentlich gar nichts zum Zusammenbauen, außer dass ihr oben die Filamentspule draufpacken müsst. Einmal leveln und dann loslegen mit dem Drucken. Die Software ist direkt mit dabei. Ich habe es euch eben am Rechner gezeigt. Das funktioniert relativ intuitiv. Man kann da nicht viel falsch machen. Wie immer, ich lasse quasi immer die Standard-Settings. Ihr könnt aber auch, wenn euch die Standard-Settings nicht ausreichen oder wenn ihr das nicht gut findet, ein bisschen da euch rumprobieren. Schaut einfach mal in verschiedenen Foren nach, in Facebook-Gruppen nach oder schaut mal bei anderen YouTubern in anderen Videos nach, was die für Einstellungen haben. Allerdings würde ich halt eben nur etwas an den Einstellungen ändern, wenn euer Print halt eben nicht so wird, wie ihr euch das erhofft habt. Also wenn da irgendwas nicht richtig ist, eurer Meinung nach, dann, nur dann gibt es meiner Meinung nach Bedarf, etwas an den Einstellungen zu ändern. Bei mir war das bis jetzt fast niemals der Fall. Und auch hier mit diesem Print bin ich wieder sehr, sehr, sehr zufrieden. Ihr müsst halt, wie gesagt, nur daran denken, wenn ihr über Wi-Fi drucken wollt, dass ihr hier vorne einen USB-Stick mit freiem Speicherplatz drin habt. Denn, und das ist ein ziemlich cooles Feature, dass man hier über Wi-Fi oder über LAN halt eben an den Drucker seinen Druckbefehl sozusagen senden kann. Aber man muss, wie gesagt, halt einen integrierten Speicher hier, also einen USB-Stick hier drin haben, weil wohl wahrscheinlich kein integrierter Speicher da ist oder jedenfalls nicht ausreichend. Und das ist halt etwas, was man beachten muss. Aber das ist jetzt, sage ich mal, Meckern auf hohem Niveau. Hier vorne immer einen USB-Stick drin zu haben, ist, denke ich mal, nicht so das Problem, wenn einen der große USB-Stick stört. Es gibt ja auch so ganz kleine USB-Sticks, die man sozusagen fast flach dann da dran machen kann. Kann man sich ja dann auch einen holen und den dann dauerhaft da drin lassen. Ich finde die Technik, wie quasi hier das Filament in den 3D-Drucker reinkommt, sehr angenehm. Ich finde es sehr schön, dass wir hier quasi immer einen beleuchteten Druckraum haben. Schade ist natürlich, dass wir hier an der Stelle keine Kamera mit irgendwo drin verbaut haben. Aber das ist etwas, was man sich selbst relativ simpel wahrscheinlich nachrüsten kann. Einfach hier vorne irgendwo eine Kamera reinbauen. Beziehungsweise so wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich habe mir quasi hier von Valimax habe ich hier so ein Tischstativ und obendrauf habe ich halt eben eine GoPro. Womit ich dann eine Zeitrafferaufnahme gemacht habe. Und ich sag mal, wenn euer 3D-Drucker an einem festen Platz steht und dann könnt ihr die Kamera eigentlich auch fest positionieren. Und ich meine, ich musste jetzt halt eben gucken, vom Neigungswinkel, mache ich jetzt mehr nach oben, mehr nach unten oder ne, wie mache ich das jetzt am besten? Wenn ihr das sowieso fest montiert, dann kriegt ihr nach einer Zeit halt auch ein Gespür dafür, in welche Richtung, wie soll man die Kamera jetzt neigen. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt hier eine alte GoPro Hero 3 Black Edition. Da gibt es ja heute ganz viel neuere, bessere Kameras. Zum Beispiel hier auch die Insta360 One R mit dem normalen 4K-Modul. Da kann man auch super Zeitrafferaufnahmen mitmachen. Und vor allen Dingen hat man da ein Display noch mit drauf, wo man den aktuellen Bildausschnitt einfach besser sehen kann. Aber ich vermute mal, dass der Zeitraffer hier jetzt so ungefähr ganz cool eigentlich geworden sein könnte. Und ja, für einen 8-Stunden-Print das jetzt in einem schönen Zeitraffer. Ich fand, das war so absolut in Ordnung. Als Tipp, dass man sowas auch machen kann. Ja, prinzipiell, wie gesagt, Filament finde ich sehr, sehr, sehr gut, wie das hier quasi reingezogen werden kann. Dadurch, dass es halt auch so breit ist, sämtliche andere Filamente ohne Probleme möglich. Wie gesagt, auch sowas hier, weil die sind etwas breiter von Redline-Filament. Hier mit dieser Filamenthalterung gar kein Problem. Und wenn man, wie gesagt, noch andere Materialien druckt als PLA, dann natürlich sowohl vorne die Klappe zumachen, als auch oben die Haube draufsetzen, damit die Werbe einfach drin bleibt für ABS und so, könnte ich mir vorstellen, macht das schon auf jeden Fall Sinn. Und wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan davon, dass die Z-Achse sich nicht vor und zurück bewegt. Sondern halt nur hoch und runter, damit man einfach so einfach viel geilere Zeitrafferaufnahmen machen kann. Ja, was
Gibt es sonst noch zu sagen? Ja, hier oben schön der Schalter, die Beleuchtung auch generell, nicht nur von dem Innenraum, sondern auch hier vorne. Und der Touch-Display funktioniert auch wirklich einwandfrei. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür dieser Prittstift. Ja, das ist wahrscheinlich um, das habe ich schon mal in anderen Videos gesehen, damit der Druck besser haftet. Aber das Druckbett ist so gut, ich verstehe nicht. Also da muss man schon wirklich ganz kleine Sachen drucken, dass man sowas da benötigt. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie am Druckbett nicht ausreichend haften würde. Zubehör haben wir ansonsten auch noch eine ganze Menge mit dabei. Die Beschreibung ist sehr, sehr, sehr gut formuliert. Und ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall an die Person aus der Community, die gesagt hat, hier, nimm diesen 3D-Drucker doch mal näher unter die Lupe. Das Einzige, was wir jetzt hier, sage ich mal, als Features im Vergleich zum Sindo nicht haben, ist halt, wie gesagt, die Kamera. Wobei die, naja, fast außer Acht zu lassen ist beim Sindo, weil das sind 15 Bilder die Sekunde oder so. Es ist sehr, sehr, sehr langsam. Und das ist wirklich nicht so gut für eine Zeitrafferaufnahme zu gebrauchen. Zum einen und zum anderen ist das ja, sage ich mal, nur so in der App so ein bisschen als Überwachung, wie weit ist denn jetzt der 3D-Drucker? Und hier, der hat sich selbstständig nach dem Druck ausgeschaltet und so. Und ja, da brauchst du eigentlich nicht großartig irgendwas überwachen. Das Ding ist eine komplette Kabine, da wird großartig nichts passieren. Und ich bin, wie gesagt, mega, mega zufrieden. Und vor allen Dingen Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Wir haben ja etwas über 800 Euro, sagen wir 900 Euro. Und somit dann ja viel, viel, viel günstiger als der Sindo. Und das für so einen geschlossenen Druckraum mit einer Kabine, mit allem drum und dran, ist schon eine anständige Hausnummer. Vor allen Dingen, ihr müsst halt auch gar nichts aufbauen. Ja, ihr holt das Ding aus dem Karton raus und dann geht's los. Ja. Und das ist halt eben eine ziemlich geile Sache. Das ist das, was viele Leute tatsächlich wollen da draußen. Deswegen mache ich hier das Video dazu. Und von meiner Seite aus gibt es auf jeden Fall für diesen 3D-Drucker hier ein Däumchen nach oben und eine Kaufempfehlung. Ich habe euch mal unten den ersten Link in der Videobeschreibung, den 3D-Drucker verlinkt. Danach verlinke ich euch natürlich auch mein Filament, das Filament meiner Wahl. Und ja, genau. Dann solltet ihr noch einen wesentlich günstigeren 3D-Drucker haben möchten, der aber auch ähnlich vom Druckbett oder so ist, dass das quasi auch nur hoch und runter fährt, dann könnte ich euch als günstigere Alternative hierzu noch den Creality Ender 5 empfehlen. Den verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung als drittes, damit ihr da einfach nochmal eine weitere Option habt für ein noch günstigeres Modell. Ne? Weil ich sag mal, die Leute, die für die der Sindo zu teuer war, die gucken sich jetzt das Video an und die Leute, die jetzt hier immer noch sagen, immer noch zu teuer, die können sich das Video nochmal vom Creality Ender 5 angucken. Wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf Deal Heroes draufklickt, habt ihr den Vorteil, ihr seht einmal einen Preisvergleich. Das heißt, wo gibt es das aktuelle Produkt, 3D-Drucker, Filament, whatever, aktuell am günstigsten. Und ihr seht zum anderen auch, wenn ihr weiter nach unten scrollt, direkt mein Video zum jeweiligen Produkt, damit ihr euch dann ein besseres Bild darüber machen könnt. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video hier zu diesem 3D-Drucker gefallen. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja diesmal auch wieder eine weitere Empfehlung für einen weiteren 3D-Drucker, den ich mir mal etwas genauer anschauen sollte. Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, mir den hier ins Studio zu holen, um für euch ein Video darüber zu machen. Und am Ende bleibt mir noch zu sagen, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support. Und ermöglicht es mir hier weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.